Trotz der Sicherungssysteme werden immer wieder Opferstöcke in katholischen Kirchen aufgebrochen. Zuletzt ist das Anfang Januar in der Kirche St. Paul in der Passauer Altstadt passiert. Rund 20 Euro haben die Diebe erbeutet. Der materielle Schaden ist die eine Seite. Die andere ist, dass die Diebe eine Grenze überschreiten, ihren Mitmenschen und auch Bedürftigen schaden. Das Geld zum Beispiel aus dem Missionsopferstock kommt Missionsprojekten von Missio oder anderen kirchlichen Institutionen zugute. Der Opferstock, auf dem steht für die Kirche, gilt auch für den Unterhalt der Kirche, denn für Strom, Reinigungskosten, Mesner und viele andere Ausgaben ist ja die Pfarrkirchenstiftung zuständig. Das Problem Opferstockeinbruch ist aber keineswegs ein aktuelles. Schon seit Jahrhunderten ist die katholische Kirche damit konfrontiert und sucht nach Lösungen. Und selbst an diesen alten Opferstöcken wird immer wieder herumhantiert, um die Eisenverarmung umzubiegen und ans Geld zu kommen. Der Einbruch in St. Paul ist der jüngste Vorfall, der der Polizei gemeldet wurde. Kurz davor ist ein Opferstock in der Kirche St. Georg in der Innenstadt aufgebrochen worden. Und auch die Pfarreien in der Diözese melden immer wieder derartige Vorfälle. In St. Paul will man jetzt die Sicherheit erhöhen. Wir überlegen auch, ob man mit einer Kamera den Bereich der Opferstöcke besser sichtbar machen kann oder absichern kann, um das Risiko, dass sich jemand daran vergreift, zu verringern. Aber eine totale Sicherheit gibt es eben nicht. Der materielle Schaden ist meist nicht besonders groß, die erbeuteten Summen zumeist klein. Groß aber ist der immaterielle Schaden, der Vertrauensbruch. Schließlich ist die Kirche ein Ort, an dem sich Menschen zurückziehen, ein Ort der Zuflucht und des Gebets.